Wissen Sie, warum es auf der Welt mehr Frauen als Männer gibt? Weil es auf der Welt mehr zum Wegrammen gibt als zum Saufen. Oje, da wird die Kleidung durcheinander gebracht. Moment. Ah ja, da steht was drauf. Abendgebet einer Frau. Müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe meine Äuglein zu. Lieber Gott, bevor ich schlaf, bitt ich dich um was, ganz brav. Schick mir einen netten Mann, der mich glücklich machen kann, der mir Komplimente macht und nicht über meinen Hintern lacht, der mich stets auf Händen trägt und sich unseren Hochzeitstag einprägt. Sex nur will, wenn ich grad mag und mich liebt wie am ersten Tag, der mir meine Füße massiert und mich schick zum Essen führt. Treu und zärtlich soll er sein und charmant noch obendrein. Amen. Abendgebet des Mannes. Lieber Gott, schick mir eine taubstumme Nymphomanin, die einen Getränkehandel besitzt und Jahreskarten fürs Stadion hat. Und es ist mir scheißegal, ob sich das jetzt reimt oder nicht. Männer und Frauen sind eben sehr unterschiedlich. Aber bitte, worüber reden Männer auf einer einsamen Insel? Über Frauen, über Fußball, über Autos. Worüber reden drei Frauen auf einer einsamen Insel? Über sich selber. Sagt die erste zur zweiten über die dritte. Du stell dir vor, die war bei der Kosmetikerin und hat sich eine Schlammpackung ins Gesicht schmieren lassen. Sagt die zweite, okay, und ist dadurch schöner geworden? Sagt die erste, ja, aber nur kurz. Dann hat der Schlamm zum Bröckeln angefangen. Sagt die dritte zur zweiten, hörst du, hast das notwendig. Immer wenn du sagst, heute esse ich nur Obst, dann fällt irgendwo eine Toffee Schokolade vor Lachen aus dem Kasten und bricht sie die Rippen. Sagt die erste zur dritten, hoch. Wenn du als Vogelscheichen im Garten stößt, dann bringen die Vogeln die Kirschen vom vorigen Jahr zurück. Ja, Frauen sind grausam. Aber lustig. Bitte, sagt eine Freundin zur anderen, du stell dir vor, mein Mann hat mir von seiner Reise einen Chinchilla mitgebracht. Sagt die andere, gemacht da keine Sorgen. Mit Penicillin kriegst du es in ein paar Tagen wieder weg. Naja, es gibt Cola-Leid, Fanta-Leid und Blödeleid. Wurscht. Wichtig ist der Wohlfühlfaktor. Und ich sage noch was. Das Entspannendste im Leben ist und bleibt das Tratschen. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein Geheimnis verraten. Nach langem Überlegen bin ich draufgekommen, dass es keinerlei Grund gibt, sich altersgemäß zu verhalten. Deshalb, ich bin anders als vermutet, selten wie erwartet und nie wie andere sich das wünschen. Oh, es geht mir gut damit. Wiederschauen, Papa. TV 21 Austria. Einfach anders.